Mein Name ist Dina Reit und ich bin hier bei SK Laser. Unsere Stärke ist es, Lasermaschinen in kundenspezifischer Ausführung zu bauen. Und hier hinter mir sieht man so eine Maschine. Die Maschine ist erstmal sehr groß, man sieht eine zweiflügelige Tür und innen drin haben wir ein großes Overhead-Portal mit X, Y und Z-Verfahrachse. Hier vorne drauf sitzt der Laser, in diesem Fall ein Gravurlaser oder auch Kennzeichnungslaser. Und was der so macht, das schauen wir uns jetzt mal an. Für diese Demo sind die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht eingeschaltet. Ausgeliefert wird die Maschine aber natürlich so, dass nur gelasert wird, wenn die Türen geschlossen sind. Also keine Sorge. Ich ziehe jetzt die Laserschutzbrille an und als Beispiel haben wir hier eine Platte, auf der wir unterschiedliche Objekte lasern. Als erstes kommt ein Data Matrix Code in die rechte obere Ecke. Man sieht, dass die Arbeitsplatte wirklich sehr groß ist, also hier könnte ich auch mein Mountainbike drauflegen und gravieren. Und dann eben an unterschiedlichen Stellen Kennzeichen, Logos und Kennziffern aufbringen. Nachdem jetzt der Data Matrix Code gelasert wurde, verfährt das AXE-System in die neue Position und hier einfach beispielsweise kommt als nächstes ein QR-Code. Das könnte genauso gut auch eine Seriennummer sein oder ein Logo, was wir jetzt als nächstes sehen. Also nochmal AXE-Verfahrung und dann um wunderschönes Logo, das SK-Laser-Logo. Was eine Überraschung. Oder nein, sogar in diesem Fall einfach eine Schrift SK-Laser. Richtig. So, der Laser ist fertig. Ich kann die Brille absetzen. Und diese Maschine hat natürlich noch viele andere Extras, beispielsweise hier in der Tür eine Öffnung mit Laserschutzbürsten. Wenn Sie da noch weiteres Interesse haben, können Sie sich gerne bei mir oder SK Laser melden. Sie können auch auf unserer Website unter www.sk-laser nachschauen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.